Ja, und damit willkommen zurück zu Sigil 2. Beim letzten Part sind wir wie immer an dem Cyberdemon krepiert, aber das war auch der erste Part nach vielen Monaten. Ich hatte eine scheiß Tastatur, das habe ich jetzt besser. Ich habe jetzt die bessere Tastatur angeschlossen, bei der ich noch keine Cola rübergeschüttet habe. Das war jetzt keine Cola, das war so. Irgend so ein Softdrink halt, ne? Einfach mal so. An der Stelle. Ich weiß, ich sollte gesündere Sachen vor dem Rechner trinken. Also, und es ist auf jeden Fall besser. Es ist deutlich besser. Das kann ich schon mal sagen. Sind auch weitaus hervorstehender. Die hängen nicht, die Tasten. Ihr merkt das ja auch direkt an der Spielweise. Oh, ich sag lieber gar nichts. Ich muss nur mal gucken, weil irgendwie habe ich meine Kabel gerade so ein bisschen überhängen. Ich muss das so ein bisschen... Ja, ihr wisst gar nicht, wie das als Linkshänder... Wie viele Extrameilen man laufen muss. Ihr habt da gar keine Ahnung von. Das Ganze so einzurichten, dass da nichts irgendwie da sich überkreuzt und so. Na, dann schauen wir mal. Deswegen spiele ich auch immer lieber mit Controller. Jetzt würden manche sagen, ich bin kein richtiger Linkshänder, weil wenn ich jetzt sage, beim Controller ist es eigentlich egal, ob man Links- oder Rechtshänder ist mit dem Steuerungsschema. Aber es gibt ja diese Linkshänder-Steuerung, wo man mit dem rechten Stick sich bewegt und mit dem linken Stick lenkt, aber sowas... habe ich mir nie angewohnt. Ich glaube, das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Im Prinzip kann man sich ja auch umgewöhnen, mit welcher Hand man schreibt. Ob das jetzt unbedingt gut ist, sei mal dahingestellt, da man ja schließlich natürlich vom Gehirn veranlagt ist. Ne? Man kennt das ja mit der Umerziehung damals. Man sollte da nicht einfach irgendwas forcieren, nur weil etwas ungewöhnlich ist. Oh Gott, jetzt habe ich den vergessen. Der ist jetzt auch mal rausgekommen. Danke sehr, aber ich muss dich trotzdem leider loswerden. Du bist allein eine Gefahr und ein Risiko für all das hier. So, wir gehen erst nach unten und dann können wir da oben nochmal ein bisschen extra holen. Oder vielleicht auch nicht, weil da sind ja diese Kack-Shotgunner, ne? Ist jetzt auch alles nicht so ideal. So, hier müssen wir natürlich ein bisschen vorsichtig vorgehen. Ach, fuck. Ich hätte gedacht, der stirbt jetzt schon. Wenn wir da ganz leicht reinschleichen, können wir es vielleicht, bevor wir den Cack-Demon wecken. Ah! Verfehlt! Oh! Das hört mich ins Zielwasser, Alter. Okay, den werde ich noch erledigen. Aber da kommt noch einer. Scheiße. Boah, das ist zu viel! Ich bin gesandwiched. Ah, fuck. Okay, wir sind noch am Anfang. Wir sind noch am Anfang. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ich sollte vielleicht am Anfang sich noch gegenseitig abballern lassen. Oh, scheiße. Natürlich haben mich wieder die Hitscanner erwischt. Und es sind zu viele von denen hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Stirb! So. Ja, wir wollen ja natürlich wieder zu Faust wechseln. So, ist zumal, dass ich gerade ein bisschen leise bin. Man kennt das Spielchen, ja. Wenn man gerade so einen intensiven Kampf hat, danach geht es auch wieder besser. Ich muss sagen, ich würde schon gerne neue Sachen mal erkunden. Weil ich muss sagen, diese Anfangsphase, wo man das Level lernt, kann durchaus spaßig sein. Was gerade das Problem einfach ist, dass man immer an derselben Stelle verkackt. Ich weiß, dafür wären Speicherpunkte gut, ne? Und man könnte sich theoretisch ein Safe setzen. Weil ich finde auch den ganzen Kram davor ein bisschen unnötig. Aber wir haben natürlich so ein festes Regelwerk, das ich nicht brechen kann. Egal wie beschissen das Spiel gerade in dem Moment ist. Und es ist halt mega beschissen. Wo habe ich den Faden verloren? Aber ja, wenn es hier sowas wie Checkpoints gäbe, man kann ja tatsächlich mit der Doom Engine sowas wie Checkpoints setzen. Ich hätte da kein Problem mit. Manche Level können so lang sein. Doom 2 hat teilweise so übertrieben lange Level. Ich bin da auch nicht so begeistert von, wie das da teilweise in Doom 2 geregelt ist. Ich hatte jetzt letztens auf so einem Discord, wo ich bin, hat jemand ganz neu Doom gespielt, war von Doom 1 doch relativ angetan, außer so ein paar Level. Hat dann Doom 2 gespielt und merkt dann auch so ein bisschen die Unterschiede. Dass es da irgendwie mittlerweile immer mehr um Ambushes ging und an, dass man viele Stellen nicht unbeschadet überleben konnte. Man muss sagen, es ist halt wirklich schwieriger, auch so objektiv geworden. Jetzt könnte man halt so sagen, geht gut. Ach ja, und der hat das übrigens auch ähnlich gespielt wie ich, nur auf Hurt Me Plenty statt Ultraviolence.
So, es ist noch kein. Ich weiß gar nicht, ob ich da mich reinbegeben soll. Ich glaube, ich sollte die erst anlocken. Nee, oder warte, noch besser. Oh, fuck. Ah! Was ist witzig? Komm nicht mal raus! Was ist da. Okay, das war keine gute Idee. Ich dachte mir, ich hole mir ganz schnell die Plasma. Die ganz zurück, aber die stehen schon auf Anschlag, um dich zu sandwichen. Im Prinzip ist ja auch das nicht gerade unbedingt fair. Oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hätten wir nochmal die Kettensäge oder so. Oh, ich würd gerne Kettensäge haben für die Wichser. Jetzt muss ich die erstmal rauslocken. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm näher, Piss. Oh nein, okay, das war's. Das war's. Außer ich kann die sich jetzt gegenseitig treffen lassen irgendwie. Im Infights bringen, aber nee, jetzt bauen die ihre Mauer. Jetzt bauen die ihre Mauer. Da, das ist die sizilianische Verteidigung. Verdammte Scheiße. Gib mir die Plasma, gib mir Plasma. Das ist all over. Plasma, komm schon. Okay. So, wo sind jetzt noch irgendwelche Pisser? Irgendwelche. Ah, du. Da, ich werde sofort getroffen. Gib mir noch ein paar Sekunden Zeit, mich zu orientieren, bevor der Hitscanner einläutet. Ja, das ist ja auch so eine Sache, dass einfach auch. Ich glaube nicht, dass John Romero wirklich Hitscanner auf eine fairen Weise umsetzt. Weil Hitscanner sind kein Problem. Es hängt davon ab, wie man die platziert. Aber man kann die natürlich sehr unfair platzieren. Dass es dann auch keinen Spaß macht. Und das ist mir bei den Sigil Maps leider sehr oft aufgefallen. Dass Hitscanner nicht gut platziert sind. An so Stellen, wo du sie nicht siehst. Oh, jetzt kommt da noch auch einer. Und ich habe auch die Event-Tage auch übermäßig benutzt. Und was auch auffällt, es sind eigentlich immer nur die Sergeants, ne? Das sind diese Zombie-Mans, kommen ja auch gar nicht mehr vor. Was ja eigentlich gar nicht so schlecht wäre, weil wir könnten ja auch normale Pistolen-Rounds brauchen, weil ich finde die Minigun sehr, sehr praktisch. So, okay, wie war das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen, wo lang. Ne, wir haben ja die Keycard, gehen dann hier weiter. Müssen natürlich ganz aufpassen. Wir haben jetzt die Shotgun, ne? Die würde ich nehmen, weil ich würde mir das jetzt aufspannen für die Kacke-Demons, die wir da hervorrufen. Genau, erstmal die Pisser. Das ist vielleicht nicht ideal mit den Shotguns, wobei es geht so. Wir gehen auch ganz gut kaputt. Man soll jetzt keine Angst haben. Oh fuck. In die Menge zu schießen. So, das ist eigentlich ein guter Spot, wo man sich relativ sicher sein kann. Oh fuck, vor Hitscannern. Oh, da kommt der Pisser. So, okay. Zwei Schüsse ist schon mal gut. Ah, boah, warum? Gott, diese Wichser. Ach, scheiße. Ja, eigentlich will ich das gar nicht verbrauchen. Lieber Shotgun. Da ist doch noch einer, oder? Das sind drei. So. Sollte auf jeden Fall noch reichen. So. Das waren jetzt alle. Oben ist noch irgendwo so ein Imp, aber sonst. Also wie gesagt, bis hin geht's ja. Man kommt schon irgendwie durch. Man braucht ein bisschen Glück manchmal. Ah ja, zwei Imps. Das war aber witzig, als beim letzten Mal schon der Baron of Hell tot war. War natürlich auch wieder Munition sparend. Ja, also wie gesagt, ich gucke jetzt, dass wir da irgendwie so ein bisschen uns rumbewegen, um dann halt möglichst gut. Ich würde ja gerne lieber von hinten dann kommen. Ah! Fuck! Oh nein, das kann nicht wahr sein! Oh, so ein Pisser. Also, jetzt ist er auf einmal da. Ja, genau. Man weiß auch nicht. Ich sollte wirklich erst gucken, ob der Wichser irgendwo auftaucht. Ohne Scheiß. Da ist wirklich jeder Versuch, ist irgendeine neue Scheiße wieder. Oh. Ja, ich verbrauche, glaube ich. Ich glaube, das reicht nicht. Ich müsste auch ein bisschen näher ran und so. Ja, wobei ist auch alles nicht so ideal. Warte mal. 4, 4, 4. Ist besser so, glaube ich. So, okay. Naja, es ist ja immer noch besser als beim letzten Mal, schätze ich, ne? Da waren wir nur mit 11%. Super ist es auch nicht. Ach ja, da muss ich dann da irgendwo schießen. Was war ja hier irgendwo? So. Hier lang.
Das ist ja ein Secret und ich frage mich, ob es hier noch weitere tolle Secrets gäbe, damit ich meine Chancen steigere. Naja. Kann man nichts machen. Ich sollte vielleicht einfach schnell rennen oder so? Ja, er ist nicht zu sehen, er ist nicht zu sehen. Ach ja, ich muss jetzt nur gucken. Am besten die scheiß Fässer schon mal wegmachen. Sag mal, wo ist der? Ich sehe ihn gar nicht. Irgendwo in einem toten Winkel. Gott. Schnell, jetzt gehe ich auf die andere Seite wieder. Moment. Nein! Nein! Oh! Komm, jetzt ist gut. Wie oft der mich getroffen hat. Ey, bin ich froh, dass ich die Super Armor habe. Aber ey, ideal ist anders. Wirklich. Ich wollte halt unbedingt noch die Zellen haben. Für die Plasma. Ist klar. Weil wenn wir den. Stimmt ja. Ich wollte sagen, wenn wir den nicht machen, dann haben wir genug Munition für den Rest unseres Lebens. Schade, dass die Plasma hier nicht durchgeht, ne? Wenn wir da genug von hätten, aber wir müssen wahnsinnig viel haben, um den mit Minigun zu plätten. Warte, es könnten sein, ich wollte es gerade wieder an meinem Getränk nippen, aber vielleicht sind hier noch Gegner, die ich anschlagen könnte. Ich würde ja jetzt nach oben gehen, weil wir haben jetzt. Stand jetzt, ich weiß, dass wir da oben geambusht werden können. Warte mal, ich muss aufpassen. So. Aber da können wir nochmal so ein blaues Ding kriegen. Ich weiß, wir können zwar geambusht werden, aber wir haben Plasma. Und Plasma ist doch gut, oder nicht? Könnte man meinen. Man könnte meinen, ich komme mit der Plasma weg. Aber Moment. Ich erinnere mich. Ja, da haben wir nicht genug zu. Ja, okay, wir müssen schauen. Wir müssen natürlich noch an diese Kack-Hitscanner wieder vorbei. Das könnte auch wieder ein Nullsummenspiel werden. Oh, mit dem Pisser. Der lenkt einen schon ab, während einen dann die Hitscanner erledigen, ne? Oh! Das meine ich. Der kann von da aus schießen, Mann. Du siehst ihn nicht. Und den mache ich noch so. Also wollen wir Plasma sparen. Das waren alle, ne? Nehmen wir noch die Rüstung. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ich konnte jetzt nicht zuhalten. Ihr wisst ja, ne? Beide Hände sind an Tastatur und Maus. Nein. Ja, ist das ekelhaft. So, wir schauen mal. So, ich bleib damit auf Anschlag. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Ambush. Aha! Boah, ich vergesse immer wieder, dass das so Hurensöhne sind. Ich vergesse es immer wieder. Gott! Wir sind wieder Ambush und zack, Ambush. Oh, das ist ja noch so ein Wichser. Okay, war's das? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wann die kommen. Moment, das Lava, ne? Ich weiß nicht, ob die wehtut. Ich glaube, es ist wehtuende Lava. Machen wir mal lieber. Sicher ist sicher. So, rüber. Komm schon. So. Oh, okay. Mach erstmal raus. Es teleportiert wird. Oh, stirbt doch endlich. Ich glaube, irgendwie Plasma ist nicht so seine Schwäche. Kann das sein? Wir haben auch kaum noch Plasma jetzt. Ob das jetzt so eine tolle Idee war? Aber jetzt können wir uns hier die Munition schnappen. Solange es noch geht. Ja, was können wir jetzt hier machen? Hier muss man noch irgendwie durchkommen, oder? Oh, weg hier. Oh, scheiße. Okay, das war's. Ist hier irgendwo so ein Auge oder so?
Wisst ihr was, ist mir jetzt egal. Aber wofür habe ich dann die Plasma hier benutzt? Jetzt ist halt die Frage, ja, ich habe jetzt mehr Leben, aber ich habe dann keine Plasma-Munition. Dafür viel Shotgun. War es das wert? Ich weiß nicht. Wobei, wir können da noch Plasma finden. Aber das ist, da müssen wir wieder an ihm vorbei. So, ich habe da zu viel Schiss vor. Müssen wir erstmal irgendwie an ihm vorbei. Aber wir haben ja ein bisschen Rüstung. Uah. Ich wollte eigentlich auf das Fass da schießen. Ah! Ah, fuck it, ey. Der steht gerade richtig blöd. Ah, weg da! Ah! Ah, schnappen uns die Kacke. So, ist das Ding jetzt offen? Oder geht das wieder zu? Das geht wieder zu! Oh, scheiße! Oh. Ah! Nein, ich hab die wieder zugemacht! Das! Oh nein! Ey, ich frag mich, ob das sicherer ist, den zu erledigen. Ich frag mich, ob das besser ist, den zu erledigen. Ohne Scheiß. Ich finde das, an ihm vorbeizukommen, schon schwer. Ihr müsst verstehen, ich renne, ich habe gleichzeitig auf Shift gedrückt gehalten, bin da an den Pfeiltasten, bin da am Straven, muss da noch Enter drücken. Ey, ich krieg das kalte Kotzen. Es ist nur die eine Stelle. Es ist wirklich nur diese eine Stelle. Mehr ist es nicht. Mann, ey. Und was ist wieder das Problem an John Romero Maps? Der Cyberdemon. Nur der Cyberdemon. Nur der Cyber... Ohne Scheiß. Es nervt mich. Es nervt mich nur noch. Also, deswegen ja. Ich hasse Level mit Cyberdemons. Aber aus irgendeinem Grund meint er, der muss es jetzt in jedem Level bauen. In Sigil 1 waren es ja nur knapp 2/3 der Level. Mann, wie großzügig, ey. Ich red mich in Rage. Ich kann nicht mehr. Was stirbt, Pisser. Ich red mich hier in Rage, ich weiß. Aber was soll ich denn machen, ey? Das ist doch einfach nervig. Ich bereue es, auf dieses Regelwerk zu spielen. Da irgendwie vorbeizukommen, während der da rumkrebst. Ich weiß nicht, vorbeizukommen ist auch nicht so einfach. Es ist egal, was man macht, es ist scheiße. Also folgendes, ich gehe jetzt da oben rechts nicht lang. Mache ich nicht mehr. Wir brauchen nur Munition. Das hängt halt davon ab, wenn ich wenig Leben habe. Deswegen versuchen wir jetzt mit möglichst viel Leben hier durchzukommen. Ich erinnere mich. Dieses Mal falle ich nicht auf dich rein. Ich habe das Gefühl, wenn ich an dem vorbeikäme, wäre der Rest vielleicht machbar. Es ist wirklich nur die eine scheiß Stelle. Das nervt mich so. Naja, was will man machen, ne? Deswegen Shadow Homecoming und deswegen muss man verstehen, warum dieses Level hat dafür gesorgt, dass ich irgendwie Bock, keine Lust mehr auf Sigil hatte. Weil es auch so spät, also was heißt spät, relativ spät, ne? Man muss halt so viel davor machen, immer wieder. Wie gesagt, es ist nicht ganz mit meiner Spielweise vereinbar, aber wie gesagt, ich höre halt lieber auf zu spielen, bevor ich halt meine eigenen Regeln breche. So bin ich halt drauf. Ist natürlich blöd für ein Let's Play, weil mich nervt es natürlich auch, unvollendete Dinge sowas zu lassen. So. Den will ich auch noch. Also je weniger, desto besser. Ich weiß nicht, wie ich das am besten mache. Hier ist ja irgend so ein Trigger, damit die gespawnt werden. Also nicht gespawnt, ihr wisst schon. So, jetzt ist er gespawnt. Ob das jetzt so gut ist, zurückzugehen. Ich brauche Munition, Mann. Also ich muss sagen, diese Stelle ist schon echt Glückssache. Ach komm, ey! Oh. Oh, Jungs. Ihr wisst nicht, wie schrecklich das ist. Das ist doch noch einer. Das sollte reichen mit 9. Oder mit der... Shellshock, ja. Wo haben wir denn jetzt den anderen, wo ist denn der andere Kacke? Da ist doch noch einer. Das ist mir noch nicht eingebildet. Da waren noch immer 2. Hä? Ihr wisst ja, der kommt immer dann, wenn man es nicht erwartet. Der kommt immer dann, wenn man es nicht erwartet. So. Das sind ja so Solid Snake-Viecher. Ey, ich hoffe, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob es eine Mod gibt, wo man den so Bandanas geben kann. So. Ich würde den gerne so Bandanas. Wie ist der da hingekommen?
Oder, Moment, ist das... Ne, die kommen immer, oder? Ach, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Hier sind eine ganze Stange Gegner irgendwie hier gelandet, ne? Das ist ganz weird. Na gut, was soll man machen? So ist das, ne? Moment, ich gehe jetzt zu... Ja. Nee, das ist nicht gut. Wir brauchen Shell. Mann, her damit. Ja, da oben. Ah, nee. Einfach hier lang. Ich mag's nicht, dass der da so am Gitter steht. Soll da weggehen? Verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Na, wisst ihr, woher das ist? Oh. Ah, es wird, ich weiß, ich war dumm. Ich hätte erst den da machen sollen. Ich weiß, ich weiß. Ah, was? Wie hat der mich erwischt, Mann? Oh, jetzt, ne? Ach ne, da drüben ist noch einer, ne? Ach Gott, ey. Nerv. Oh, Jungs. Fünf. Ja, wir müssen aber gleich tot sein. Okay, Bullets, Bullets. Prozent bis hierhin. Ist okay, schätze ich mal. Hä, warum trifft er den nicht? Aber noch einer von denen. Das ist irgendwie kacke. Jedes Mal muss ich mich hier so vorsichtig begeben. Aber dann endet es wieder an den einen Bottleneck. Ich müsste da nur einmal vorbeikommen, Leute. Dann wäre alles schön. Also ich zeichne das hier auch als Manifest. Also es ist wirklich... eigentlich ist es ja schon erniedrigend, wie lange ich dafür brauche. Aber was soll ich machen? Also wenn es jetzt in dem Part nicht klappt, muss ich wieder ein paar. Das wären so viele Parts, wie es notwendig ist. Dann mache ich das von mir aus die ganze Zeit. Wisst ihr, privat hätte ich schon längst aufgegeben. Muss ich zugeben. Aber hier, Mr. Canister, du treibst mich an. Ich mache weiter für dich. Na gut. Warte, ich würde gerne, ehrlich gesagt, den erst loswerden. Wenn ich ehrlich bin, ich würde den erst loswerden wollen. Aber der ist schon tot. Das ist so eine random Chance. Manchmal ist der schon tot. Weil er dann irgendwie so zufällig da reinläuft. Sagt mir ehrlich, Leute, ist das gutes Game Design? Ist das gutes Level Design? Dass diese beiden Gegner so free roam über die Map und sich versehentlich gegenseitig abschießen können? Das ist so... Ja, ich bin zufrieden, dass der jetzt tot ist, aber... Naja, ich wäre aber auch zufrieden, wenn der... Ich glaube, das hat nämlich nicht registriert, ne? Ich wäre auch zufrieden, wenn der halt nicht die ganze Zeit den Gang versperren würde, der Cyber Demon. Aber nein, damit das kann ich ja nicht haben. Wieder 200 Armor, 172, aber das ist alles im Angesicht eines Cyberdemons egal. Alle Ressourcen, die man bis dahin angespart hat, sind egal. Das finde ich so fürchterlich. In einem Spiel, wo eigentlich Ressourcenmanagement so eine wichtige Rolle spielt. Ach, renn schnell. Oh, scheiße. Ich hätte erst die Fässer wegmachen sollen. Ich muss jetzt mal gucken, hier muss ich ja austricksen und dann wieder hoch und so. Kein Bock, ey. Das soll jetzt nach links gehen, so. Oh, nein, geh doch hoch, Mann! Oh, Jungs. Renn, 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 renn. Oh. Leute, Leute, Leute. So. Wir werden sofort überrascht. Sofort. Oh, bitte die Hitscanner. Die greifen jetzt gegenseitig an, die Wichser. Ja, nicht so sehr. Macht euch gegenseitig platt, ihr Penner.
Ja, schön, zerfleischt euch! Der liebliche Klang von sich zerfetzenden Feinden ist leider nicht mehr hinter der Tür zu hören. Machen wir weiter. Ey, so eine Plasma, einfach mit der Plasma drauf. Das ist schon sehr katharsisch. Also wenn man da keine Sorgen hat, wenn man halt nicht Pistol Start spielt, ist das quasi Doom in Reinform. Aber dann auch nie, auf Dauer halt auch nicht so stimulierend, ne? Wenn man immer sich nicht um Munition Sorgen machen muss. Okay. Ja, so, also Keycard holen noch, nicht vergessen. Oh, nicht zu nah an dem Rand stehen. Das klappt halt nicht. Schade, ey. Schade, schade. Ja. Oh, ich scheiße jetzt auf alles. Wir haben 175%, das ist, reicht aus. Geh durch, geh durch! Oh, fuck! Ja, das ist gemein! Dass da direkt Fässer stehen. Das war wieder so ein richtiger Trollmoment, ne? Hoho, gucke mal! Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Also alles... Die Tür ist zu, ne? Ich wechsle mal hier zu. Also alles, was jetzt kommt, ist neu. Da sind auch viele Fässer. Vielleicht kann ich ja noch nutzen. Ich sehe da schon so ein Kerke, okay. Ich weiß, eigentlich würde ich gerne Fässer nutzen, so in der Umgebung. Warte mal, ja. Ja, okay, das fuck, wie dumm. Ich hätte ausweichen müssen, ich bin dumm. So, okay, dafür brauche ich auch Plasma. Das ist ja, da sind ja schon wieder Bullet Sponges ohne Ende. Ah, schön gegibt. Ja, wir haben ja auch genug Shotgun-Shells, deswegen her damit, also. Ich kann hier so eine Kettenreaktion auslösen, keine Ahnung. Oder auch nicht. Oh nein, Hitscanner, natürlich. Ja, die, ah, das ist wieder, auch Hitscanner, die einfach unter einem sind. Das ist so typisch John Romero-Jank. Tut mir leid, das ist richtige Scheiße. Sind da noch mehr Hitscanner? Ich seh's ja nicht. Den da aber von weitem platt. Und jetzt, wie geht's weiter? Ich weiß nicht genau, was ich mache. Wie geht's jetzt weiter? Oh, also mit zu viel. Das ist jetzt zu viel für mich, ich muss gucken. Okay. Da geht's nicht rein, ne? Hier sind Schalter. Oh nein. Oh! Okay, ich muss jetzt schnell zu Plasma wechseln. Oh, es ist gemein. Die können hier einfach durchballern. Ich muss hier weg. Hier ist sicherer. Diese Kack Lost Souls, ey, warum? Oh. Das pisst dich. Oh, das, der Wichser noch. Oh, die Reibung. Oh, mein rechter Daumen ist eingeschlafen. Leute, ach, scheiße. Oh. Was jetzt? Achso, das Ding ist unten. Oh, wisst ihr, was richtig, richtig scheiße ist? Wenn der Körper der Kecke Demons den Weg versperrt. Mich würde es nicht wundern, wenn ich hier nicht mehr rauskomme. Einmal nur ein Fehltritt und du kommst nicht mehr raus. Das würde mich nicht wundern. Ich muss jetzt genau gucken. Sorry, das steht so viel auf dem Spiel. Das ist so kacke, du kannst nicht runtergucken. Also, ich kann natürlich Mauslook aktivieren, aber... Oh. Ja, das ist doch schon wieder alles scheiße. Also sorry, ich finde einfach das ganze Design nicht gut. Ich mach das, ich quäl mich hier durch. Was haben wir denn noch? Warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier... Warte, wir haben genug Shotgun. Wir haben genug Shotgun, ne? Ich weiß halt nicht, was jetzt als nächstes hinter der Ecke da wartet. Vielleicht der nächste Cyberdemon. Was mit Schalter? Oh Gott, ich will aber erst die Leben haben.
Okay, pass auf. Ich sehe da so eine Raketenmunition. Ich habe noch Armor. Ah, schau mal. Das ist doch gut. Okay, einer ist weg. Der kommt immer näher. Oh, auf engstem Raum! Ah, Scheiße. Pisser. Ah! Oh, ist das traumatisch. Das ist so auf engstem Raum, Alter. Und der hat, der, irgendwie haben die Raketen nichts von dem weggezogen. Die haben nur den einen erwischt, ne? Okay. Das ist Ende? Das ist das Ende? Wow. Wir haben es geschafft. Das war alles. Ja, wisst ihr was? Das Level wäre auch in ein, zwei Parts schon. Das Level wäre in ein, zwei Parts schon beendet gewesen. 61% Kills nur, ja. Ich weiß, ich habe nicht alles gesehen. Ich weiß, hier Reinhard Sieger sagt hier mir wieder, es ist. Man sieht nichts von den Leveln, aber will man echt mehr von der Scheiße sehen? Tut mir leid, ich werde wieder polemisch. Nein, wirklich, will man mehr hiervon sehen? Ich habe genug gesehen, davon muss ich sagen. Ich glaube, da rechts gab es irgendwie noch einen Weg oder so. Da bei diesen Becken, aber ich habe keine Ahnung. Weißt du, das ist halt auch wieder die Sache. Du wirst auch nicht motiviert zu erkunden, wenn da überall Damage-Tiles sind. Auch so eine Sache, die einfach oft in diesen Maps von Sigil auftauchen, ne? Diese Damage-Tiles und so. Deswegen, ich bin zufrieden. Ja, keine Ahnung. Wäre da diese Kacke mit dem Cyberdemon nicht, wäre das alles machbar gewesen, dann hätte es ja auch Spaß gemacht. Deswegen, das hat mich jetzt echt aufgeregt. Ist ein Level, was okay wäre, wäre die Scheiße nicht. So, was haben wir jetzt? Fragments of Sanity. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die letzten Fragmente meines Verstands, ne, meiner Vernunft noch da davongleiten. Wir fangen auch wieder an mit dem Gegner vor uns. Okay, ich speichere jetzt erstmal wieder Fragments of Sanity. Dann geht es damit beim nächsten Mal weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier noch mit Sigil 2 weitermache. Also vielen Dank, Mr. Kanister. Dass du mich dazu bringst, das zu machen. Ich gucke hier rein, ich sehe schon. Oh, da haben wir direkt 200%. Wir haben ganz viele Sachen. Wo ist denn der Cyberdemon? Wo ist der Cyberdemon? Los. Ich sehe auf jeden Fall ganz viele Damage-Tiles. Wir können hier schon durchrushen, ja. Da ist der Cyberdemon. Ah, da haben wir ihn. Da haben wir ihn ja schon. Ich bin froh, wenn wir den möglichst früh sehen. Ich weiß nicht, ob es mehr von denen gibt. Weil wenn wir den möglichst früh sehen, naja, oh guck mal, da ist ein Raketenwerfer, oh cool. Wir gucken jetzt so ganz, ganz schnell rein. So, okay, alles klar. Wissen wir Bescheid, da werden wir wahrscheinlich echt viele Versuche brauchen, um die exakte Reihenfolge wieder rauszukriegen. Wisst ihr, jede Map ist ein bisschen wie ein Puzzle. Wir kriegen schon irgendwie hin und dann. Ja, mal gucken, wir krebsen uns da so mit Schneckentempo durch. Das ist jetzt die, welche Map eigentlich? Die fünfte, respektive natürlich Map 4 von ja, genau, von Episode 5. Map 4, 9 haben wir schon gemacht. Also 4, 5, 6, 7, 8. Also 5 Maps sind es noch. Mehr als die Hälfte. Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Ich meine, gut, von Map 3 könnte ich nochmal den Standard-Exit suchen. Vielleicht mache ich das ganz zum Schluss nochmal. Weil wir haben schon viel von Map 3 gesehen, nicht? Es war ein bisschen. Ja, wir warten mal, wenn am Ende noch ein bisschen Fragments auf unserer Sanity übrig geblieben sind, dann können wir mal gucken, ob wir das dann auch noch machen. Aber bis dahin machen wir erstmal ganz normal weiter in Doom Sigil 2. Also, ich sage aber bis zum nächsten Mal, ihr ein, zwei Leute, die zuschaut. Bis denne.